Um eines direkt aus dem Weg zu räumen, das ist ein Werbevideo für LeFay. Das ist eine Firma, die Bässe baut, zum Beispiel den oder den oder den. Und ich mache das Video aus zwei Gründen. Zum einen natürlich, weil ich glaube, dass es für euch interessant sein kann, weil das nämlich wirklich ziemlich geile Bässe sind. Und zum anderen, damit Mike und Rainer sehen, dass ich gut über deren Bässe rede und die auch in die Kamera halten würde, wenn ich denn einen hätte. Und vielleicht kann man ja irgendwann mal Deal ausmachen oder so. Hey, ich bin Dennis Busch von basscoach.de. Hier auf dem Kanal gibt's jede Woche ein Bass-Tutorial, semi-regelmäßige Livestreams mit anderen Bassisten, mit denen ich rede, anderen Musikern, aber auch mit Schülern oder Abonnenten, denen ich Tipps und Feedback gebe. Zurzeit kommt jede Woche ein Video raus und wenn du Bock hast auf deutschsprachige Bass-Tutorials, wo ich dir ein bisschen was erkläre, ein bisschen was zeige und ein bisschen was lernen kannst, dann abonnieren drücken. Ich habe eigentlich nur einen wirklichen Hauptbass, mit dem ich so richtig was mache, also mit dem ich spiele und übe und Sachen aufnehme und das ist mein Jazzbass. Das ist ein Fender American Standard Jazzbass von 2008 und das war so mein erster richtiger Bass halt einfach, mit dem man gut was anstellen konnte, was über die Anfängerklasse hinausging. Für einen Jazzbass ist der ziemlich gut, also der ist gut einzustellen, der klingt super, hat allerdings nur 21 Bünde und der ist irgendwie mehr wie so ein Arbeitsgerät. Also da ist nicht alles so locker, flockig und fluffig zu spielen, sondern man muss schon richtig zu lang und machen tun, damit da was passiert. Und mit der Zeit bin ich den Sound nicht leidig geworden, aber würde mir gerne mehr Vielseitigkeit ins Leben holen. Für uns Bassisten gibt es super viele Möglichkeiten. Jazzbass ist natürlich totaler Standard. Precision Bass, Music Man, das sind so die drei, die viele irgendwie in ihrem Sortiment haben. Und die kenne ich auch alle und habe ich auch schon alle ausprobiert. Aber schon immer hat mich der LeFay Herr Schwarz gereizt. Ich habe den vor Jahren irgendwo das erste Mal gesehen, ich weiß auch gar nicht mehr wo. Und der hat mich vom Klang und vom Design her ziemlich direkt, ziemlich angesprochen. Nur ist das halt eben kein Stangenmodell und man kann den nicht überall testen. Und dann bin ich im Internet irgendwie auf die Jungs gestoßen, Rainer und Mike Dobratz. Die betreiben den Laden zu zweit und wir haben ein bisschen geschrieben. Und ich habe gedacht, Mensch, ich würde eigentlich gerne mal endlich so einen Bass ausprobieren. Und zum Glück haben die einen Freund, einen begeisterten LeFay-Sammler hier in Berlin, der mich dann zu sich eingeladen hat und gesagt hat, komm vorbei, teste meine Uhr aus. Und da bin ich dann hingefahren. Da gab es mehrere Bässe zum Testen. Den Herrn Schwarz einmal in Blau, dann den Herrn Schwarz einmal in Grün, nicht in Schwarz, dann den Puls in Weiß, was ich sehr geil fand, und dann den... ich weiß es nicht mehr, aber es waren Fünfseiter. Ich bin also reingekommen, habe einen Herrn Schwarz in die Hand gekriegt und als allererstes ist mir aufgefallen, wie edel sich das Ganze eigentlich anfühlt. Also diese saubere, wirklich makellose Verarbeitung ist der absolute Hammer. Während bei meinem Jazzbass das so aussieht, als hätten die halt irgendwie einen Stock auf ein Brett geschraubt mit vier Schrauben, sieht bei diesem Herrn Schwarz einfach alles wie ineinander gegossen aus. Also wirklich. Aber viel wichtiger als wie das aussieht, ist für mich persönlich erstmal das Handling. Also, und das würde ich auch jedem raten, der sich einen neuen Bass holt. Das muss sich anschmiegen an den Körper, das muss sich irgendwie schön anfühlen für einen. Und dabei haben mich tatsächlich die Hälse total überrascht, weil ich noch nie, ich will jetzt nicht hier das über den großen Klee loben oder wie sagt man, aber ich habe tatsächlich noch nie so leichtgängige, so flitzige, angenehme Hälse erlebt wie bei diesen Bässen. Kurz ein Wort zu Hälsen. Also der Jazzbass ist für meine Verhältnisse schon okay, so einigermaßen sportlich. Beim Prezi ist es so, da ist der Hals klassischerweise ein bisschen dicker, man hat ein bisschen mehr in der Hand, muss man mögen. Das ist dann cool, wenn man steht und rocken will und nicht viel flitzen will. Beim viel flitzen wird es dann ein bisschen schwieriger. Zum viel flitzen sind allerdings so Hälse wie zum Beispiel von Ibanez super geeignet. Die sind flach, die sind wie ein Brett eigentlich. Und damit kann man super hoch und runter. So und so hat jede Marke unterschiedliche Hälse. Und ich merke, diese relativ sportlichen Jazzbass-Hälse sind für mich schon cool, aber dann kam dieser LeFay Hals um die Ecke und hat mich wirklich eigentlich vom Hocker gehauen. Also so leicht und intuitiv zu bespielen, das habe ich von einem Stangenbass tatsächlich noch niemals erlebt. Und vielleicht ist das halt auch einfach so ein Merkmal, was Instrumente haben, die wirklich mit Liebe in langer, mühevoller Kleinstarbeit von Hand gemacht werden. Also ein super angenehmer Hals, super schön, um hoch und runter zu spielen und eine super flache Saitenlage, ohne zu schnarren oder zu klackern oder diese ganzen Sachen, die halt aufkommen, wenn man wieder einen Stangenbass nimmt und den versucht, so gut wie möglich einzustellen. Und diese Bässe, die ich da in der Hand hatte, die waren alle
Wie Butter. Also was, ich kann da eigentlich gar nichts zu sagen. Das ist einfach so, Also die waren so leicht zu spielen, dass da ganz neue Inspirationen geweckt werden, weil man sich gar nicht damit aufhalten muss, erstmal die Töne richtig zu drücken und zu machen und zu tun, sondern sofort ins Spielen kommen kann und dieses Instrument gar nicht bearbeiten muss. Die Bässe, die ich angetestet habe, haben auch unheimlich zum Slappen eingeladen, einfach weil die Saitenlage so butterweich niedrig lag und ich auch mit wenig Anschlag, mit wenig Power schon viel rausholen konnte. Ein bisschen ungewohnt waren für mich die 24 Bünde, aber nicht, weil 24 Bünde schlecht wären, sondern einfach, weil ich halt immer diesen 21-bündigen Jazzbass spiele. Und es geht eigentlich schnell, sich bei sowas umzugewöhnen. Im Sound muss ich sagen, dass die Bässe, die ich in der Hand hatte, eigentlich genau das gemacht haben, was ich auch erwartet habe, einfach aus vorherigen Eindrücken. Es gibt viele Einstellmöglichkeiten, dazu komme ich gleich noch, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Bässe einen Grundcharakter haben, einen sehr klaren Grundcharakter. Also ich würde mir vorstellen, ein LeFay kann man schon erkennen mit dem richtigen Ohr. Trotzdem gibt es immer noch viele Möglichkeiten einzustellen, also eine gewisse Vielseitigkeit ist schon da. Lautstärke aktiv-passiv, rausgezogen ist passiv, drin ist aktiv. Dann hast du hier einen Pickup-Wahlschalter mit 5 verschiedenen Möglichkeiten. Ach, der klickt, ja? Der klickt, genau. Aha, verstehe. Bei dem hier jetzt. Und dann hast du hier Bässe mit einem Treble, wobei Treble auch passiv funktioniert und alles nur Boost. Ganz runtergedreht ist quasi Nulllage und dann kannst du boosten, du kannst aber nicht absenken, so ungefähr. Aber der klingt passiv auch schon mal geil, von daher. Das ist eine Sau, das Ding. Meine Lieblingsklangeinstellungen, mit denen ich experimentiert habe in der Zeit, waren sehr knurrig, gleichzeitig sehr offen und immer noch durchsetzungsfähig. Ich habe viel Druck gespürt, also die E-Seite hätte ich den ganzen Tag slappen können. Das ist ja so viel Spaß, du spürst. Kommen wir zur Elektronik. Also, Markus, mein Gastgeber, erzählte mir, dass die Jungs alles selber bauen an den Bässen. Ich glaube, bis auf die Mechaniken. Und dazu gehören dann auch die Pickups. Also die Pickups werden von den beiden gewickelt. Die Pickup-Verschalungen werden bei denen gemacht und sind keine Importe aus China oder sowas. Und alles an den Bässen, wie gesagt, bis auf die Mechanik, ist eigentlich von Hand gemacht. In der Elektronik sieht es so aus, dass die Bässe aktiv und passiv umschaltbar sind mit einem Pull-Push-Schalter. Dann gibt es Lautstärkeregler für die verschiedenen Pickups. Ein Pickup-Wahlschalter mit Klick. Also nicht vorne und hinten, sondern ein Pickup-Wahlschalter, der die unterschiedlichen Verschaltungen der Pickups nochmal, aber das kann ich gar nicht. Und ein Dreiband-Equalizer mit Bässen, Mitten, Höhen. Und je nachdem, was man für ein Modell nimmt, gibt es dann noch die Möglichkeit, einen Humbucker auf Single-Coil umzuschalten und zurück natürlich. Da gab es noch einen kleinen Schalter. Ich hatte in den 2 Stunden oder wie lange ich da war, einfach nicht die Möglichkeit, das so ausgiebig zu testen, wie es eigentlich angemessen gewesen wäre. Also da hat man wirklich die Möglichkeit, sich tagelang oder Wochen oder Monate oder jahrelang mit den verschiedenen Sound-Einstellmöglichkeiten von seinem Bass zu beschäftigen. Also zum Fazit, großes Pro sind die Hälse, für mich zumindest, das ist ja auch immer individuell, aber ich mag die Hälse sehr gerne. Die Bespielbarkeit, die niedrige Saitenlage, also dieses wunderbare eingestellte, ich liebe den Sound total. Dieses knurrige, rotzige, offene, edle. Gleichzeitig mit der Möglichkeit, aber noch jede Menge einzustellen. Dazu kommt, dass man echten Kontakt hat mit den Leuten, literally den Leuten, die das Holz nehmen und machen, was zu tun ist und das in einen Bass transformieren und man mit denen so einen gewissen kreativen Prozess durchläuft. Das dauert eine Weile, das könnte man als Nachteil sehen. Allerdings kann man daran auch wieder sehen, dass viel Aufmerksamkeit auf die einzelnen Instrumente gelenkt wird, auf die einzelnen Arbeitsschritte, auf die einzelnen Kunden und man auch in gewisser Weise wertgeschätzt wird. Anders als wenn man bei manchen Läden einen Bass kauft, den dann in die Hand gedrückt kriegt und gesagt kriegt, komm, geh. Habe ich erzählt, dass ich mal bei einem Musikladen gearbeitet habe. Ich sage aber nicht bei welchem. Nicht bei Thomann. Aber bezüglich Thomann habe ich auch noch was. Aber dazu mehr später. Naja, und natürlich
kosten die halt auch ein bisschen mehr, als wenn du dir so einen Billo Jazz Bass für 1000 Euro von der Stange holst. Nach oben sind die Preise natürlich immer offen, ne? So an Fudera-Preise kommt man da noch nicht ran, aber es liegt auf jeden Fall in höheren Mittelklassebereich, würde ich sagen, was natürlich auch super angemessen ist für ein solides Handwerk, wo die Leute halt einfach mit Leidenschaft bei der Sache sind und wissen, was sie machen. Und wenn ich jetzt hier einen hätte, einen Lefay, dann würde ich den in die Kamera halten und würde euch das zeigen. Und ich würde sagen, das ist ein Lefay-Bass, die kann man kaufen. Ich gebe dir mal die Internetadresse. Aber leider habe ich keinen. Leider. Also nur ganz kurz, Mike und Rainer, falls ihr das seht und ihr habt irgendwo ein Bass von euch rumstehen, den keiner braucht, ruft mich an. Ich hoffe, das Video war ein bisschen interessant für euch und ihr bestellt euch jetzt alle einen Lefay-Bass. Vielen Dank an Markus fürs Einladen. Vielen Dank an Rainer und Mike fürs Vermitteln. Haut rein. Also da steckt so viel Know-how, so viel Wissen drin, so viel... Ja.